So, heute ist Donnerstag. Eigentlich ist mein Handy gelb, aber ich habe eine Hülleralle, also ist schwarz. Dann mach mal an, Zähne putzen. Und wir fahren gleich angucken. Ja, also, ich habe Zähne geputzt, ist ein bisschen frisch gemacht. Ich setze mich jetzt gleich in Bewegung und fahre erstmal einkaufen fürs Wochenende, also bis Samstag, 2 Tage. Und dann gucke ich, was weiter passiert. Bis jetzt wäre das gut. Wohnen habe ich auch aufgeräumt soweit. 2, 3 Kleinigkeiten brauche ich. Einkaufszettel habe ich mir geschrieben. Und mal saugen heute noch. Mal saugen nachher noch und dann sehe ich nachher weiter. Ja, ich besetze mich jetzt in Bewegung und gucke, was passiert. Bis denn dann. Ciao. Ja, also lustige Bustour gehabt. Privatunternehmen VBN hat 2, 3 Fragen gestellt. Ich gehe jetzt einkaufen, ich wollte eigentlich zu Lidl. Aber ich gehe jetzt doch zu Aldi. Und 2, 3 Sachen einkaufen. Und werde dann nachher mir einen schönen Tag machen. Mit Pearl World, glaube ich. Ich glaube, das ist richtig cool. Muss noch 3, 4, 5 Level steigen für die nächste Stufe, für mein Lager. Und dann gucke ich mal, was der Tag noch so bringt. Ciao. Also, ich weiß auch nicht, wenn ich manchmal die Videos so hoch und runter scroll, sag ich mal also oder also. Ich war dabei, kurz überlegt, Aldi, wollte zu Lidl, was Aldi geworden. Hab alles bekommen. Bis jetzt habe ich erstmal bis Samstag alles zu Hause. Also, bis Samstag sowieso unterwegs. Durst und Hunger wäre ich sowieso nicht. Und jetzt gehe ich zur Bushaltestelle und nehme den nächsten Bus nach Hause. Und ich glaube, ich werde Palworld spielen. Ich habe mein Lager alles ausgebaut soweit. Vorgestern kurz reingeguckt. Und muss jetzt erstmal noch 3, 4, 5 Level steigen. Also für die nächste Stufe. Ja, mal gucken, was passiert heute noch. Oh, hallo, ich bin da. Ich stehe hier beim Friedhof. Das Bundeswehrgrab ist da. Das Gefallenengrab. Der mit der Friedhof. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar nichts zu sagen soweit. Ich warte auf den Bus, der kommt in 5 bis 10 Minuten. Dann geht's nach Hause. Und mache ich noch ein paar Bilder zwischendurch. Und dann sehen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ja, schön zu Hause. Zu Hause angekommen. Ich habe jetzt genau 1,5 Stunden gebraucht, ungefähr, für Einkauf. Und ja, ich habe mir mal so einen Trainingsplan gemacht, als ich losgefahren bin. Ich wollte mal wissen, wie lange ich ungefähr brauche. Und auf den letzten Stand 1:15 Uhr. Kann man da sehen auf der Uhr? Durch Spiegelverkehr. 1:15 Uhr habe ich jetzt gebraucht. Für den Einkauf, mit dem Boss, hin und zurück. Für 2,20 €, so ein 4er-Ticket. Kann man sich nicht beschweren. Ich mache mir jetzt erstmal andere Klamotten anziehen, bequem machen. Und dann gucke ich mal weiter. Also, jetzt starten wir das letzte Video, vorletzte Video, keine Ahnung. Geht bei TikTok mal online. Bei der Polizei. Der mit den 3 blauen Sternen. Mit dem weißen Hemd und so. TikTok. Okay, haben wir hinter uns. Nee, ich muss jetzt unbedingt meinen Einkauf wegräumen. Ich habe echt ganz, ganz viel eingekauft. Also, ich habe schon ein paar Sachen ausgepackt. So, Cream Quark ist für
Tzatziki Dip, Käse für Pizza, Sambu-Marine, Kräuterquark und das mische ich mir ein bisschen zusammen mit ein bisschen Gewürzen. Eine leckere Pizzateig. Und Emmentaler. Eine Packung Gouda gekauft oder Käse. Also mache ich öfters. Bisschen Paprikasalami. Und Cola habe ich gekauft. Also Cola kaufe ich öfters. Ist nicht mein Hauptnahrungsmittel, aber zum Feiern und so weiter, ein bisschen trinken, Spaß haben, ist das ganz in Ordnung. Und ja, ist immer voll lustig. Guckt euch manchmal bei TikTok mal die Streams an. Gucke ich mir auch öfters. Ich gehe zwar nicht immer in den Stream rein, dass mein Name angezeigt wird, aber ich gucke mir das dann halt immer an in der Vorschau. Heißt das so? Spielmittel habe ich gekauft. Mit Apfel. Keine Ahnung, was ich letzte Zeit nehme. Ich habe letzte Zeit was mit Apfel immer. Apfel hier, Apfel da. Und ja, die Tür stelle ich auch ein. Jetzt habe ich hier Shampoo gekauft, stelle ich hier hin, nehme meine Ente, die war früher mal ganz, ganz, ganz schwarz von unten, die habe ich einfach sauber gemacht. Quatsche Ente, nehme ich ein bisschen Scheuermilch. Scheuermilch sollte jeder hier da zu Hause haben, hier. Habe ich auch neu gekauft, ach so. Aus der beliebten Person, die ich vorhin im Stream erwähnt habe, bei der Polizei, kommt das Zeug. Mal gucken, ob sie es mitbekommt oder auch nicht. Was haben wir gekauft? Kochschinken. Auch eine Flasche Cola. Also ich habe 4 Cola gekauft. Und also woher ich das Bad Scheuermilch habe, die Person, die arbeitet, was ich weiß, letzter Stand beim BKA, also 2 Tage der Woche. Und die Polizei Berlin war das, glaube ich, vorhin, der mit den 3 blauen Sternen, auch super sympathisch. Gucken, ob sie das rausbekommt. Alles klar. Ich habe danach 5 Packungen Filter Blättchen gekauft. Die kaufe ich meistens bei Aldi. Ein paar Blättchen. Dann habe ich hier noch ein zweites Fach. Ich habe gekauft Steinofenbrötchen. Und Toastbrot, ein bisschen verditscht, macht aber nichts, das drücke ich wieder gerade. Und dahin. Und was habe ich gekauft? Lecker Kaffeefilter, Kaffee-Dingsen. Und Chesterkäse. Oh, richtig geil. Schwesterkäse, Toastbrot und Gewürzketchup von Heder. Kann man wunderbar essen. Und eine Dose Mais ist für die Pizzateig. Jo, da freue ich mich doch. Rucksack ist leer soweit. Nichts mehr zu sehen. Margarine stellen wir, wo die hingehört. Vor hier ins Regal. Blättchen kommen ins Wohnzimmer, Mais kommt zu der Pizza dazu, das esse ich. Dann gibt es eine Maispizza mit Kochschinken und Mais.
Seite gibt es irgendwie noch Blumenkohl oder sowas. Emmentaler und auch Kühlschrank. Und ja, jetzt habe ich jetzt weggeräumt. Den Kram nehme ich mit ins Wohnzimmer, kommt in meine braune Box. Ja, wie gesagt, ich entspanne mich jetzt noch ein bisschen, guck bis ein Pal wird oder so, zack bis ein Pal wird und dann sind wir weiter, Daumen da oben da lassen.